So, und damit herzlich willkommen zurück zu SteamWorld Build. Und wir möchten heute gerne endlich unser Mechanikerquartier bauen. Und dann fehlt uns noch so ein ganz klein wenig die Werkzeuge. So zwei Stück bräuchten wir noch. Dauert immer super ewig, bis die da oben platziert, wollte ich gerade schon sagen, werden. Nee, bis die alle hergestellt werden. Ja, dauert immer echt ewig. Das liegt auch an etwas, nämlich daran, dass wir nicht genug Ressourcen da gerade haben. Das interagiert mit dem Hebel, um ihn umzulegen. Überhaupt nicht so, als wüsste ich, was. Oh. Das hat irgendwas mit dieser Kiste zu tun, glaube ich. Leider haben wir noch keinen Weg dorthin. Kommt noch. Wir haben aber endlich genug Werkzeuge, das ist schon mal gut. Das heißt, nochmal darüber zurück, Mechanikerquartier und dann bauen wir das auch. Und zwar hier hin. Damit müssten wir dann hier drüben das endlich genau... Können wir endlich diese Anlage hier bauen, damit das automatisch hier abgebaut wird, das Schrott, der ganze Schrott. Nicht das Schrott. hier können wir aber auch mal ein bisschen Stuff mitnehmen gehen. Hier ist ja noch einiges. Da würden wir auch gerne rein. Das nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Da sind ja noch Ressourcen noch und nöcher. Hier unten auch. Bauen wir da ein bisschen so rein. So, hier können wir auch mal so einen kleinen Durchbruch machen. So, hier drin ist noch was. Warte, wir haben eine Eisenium-Ader gefunden. Einmal hier mit dem Grabungswerkzeug. Haben wir doch schon, oder? Doch, da. Hier. Ihr macht das schon. Ich glaube an euch. So, hier oben sollen wir eine Blechfabrik bauen. Ich glaube, das war ja aber sowieso schon bei uns auf dem Schirm. Allerdings würde ich tatsächlich gerne zuerst mal hier ein bisschen Straßen upgraden. So, sobald wir die alle geupgradet haben, können wir gerne uns an anderen Stuff setzen. Ich glaube, das müssen alle Straßen sein, die wir haben, oder? Ja, sieht gut aus. So, Blechfabrik. Why not? Können wir auch dahin platzieren gerade. So, Ersatzteilerei. Aber auch, da sind nur noch ein bisschen wenig Werkzeuge da. Er wird immer noch ein bisschen langsam produziert, aber ist halt so. Ja, da sind wir noch nicht so super dabei mit allem. Puh, ich habe ein Stück Ausrüstung gefunden. Wo denn? Okay, für euch. 200% Räumungstempo und 33% Bewegungstempo. Wann haben wir das denn freigeschaltet? Das habe ich indeed komplett verpasst. So, können wir die Werkstatt hier ein bisschen vergrößern. Auch zu wenig Werkzeuge dafür, ja. Das ist so unser Problem. Die guten alten Werkzeuge.
Für alles brauchen wir sie und nirgendwo haben wir welche. So, das hier baut aber schon ab, oder? Drüben auch. So, hier so unnötigen Zwischenstuff können wir auch mal wegmachen. Muss ich irgendwo wieder was stabilisieren? Scheinbar nicht. Okay. Werde mich nicht drüber beschweren. So, das hier kann weg. Muss da überall ein bisschen Platz machen wieder. Ja, weißt du was? Das tut nicht weh. So, hier wollten wir das bauen, ich glaube. Genau, wir holen uns 6 Stück. 7 haben wir. Sehr gut, jetzt hätten wir Platz für 2 Extraktoren. Frage ist halt, kann ich einen auch für... Oh, nee, nicht da. Okay, scheinbar kann ich die nur immer an solche Dinger ran platzieren. Ich wollte den eigentlich hier dran legen, aber das geht leider scheinbar nicht. Nope. Und wenn ich halt mit Tab da weitergehe, dann bringt er mich direkt nur zu der nächsten Sache. Ich kann mir die nicht selbst aussuchen. Aber wir nehmen da, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen Schrott mit. Sobald wir genug Werkzeuge haben. Das Gefühl, da tut überhaupt nirgendwer was. So, ich würde das gerne gleich mal ein bisschen upgraden. Könnt ihr mir da ein bisschen Platz machen? Yes. Und ich sehe, hier bräuchten wir vielleicht einen Stützpfeiler. Rick, ich wollte genau in dem Moment das bauen. Nein, jetzt ist das ein blöder Block zwischen... Ach, Mist. Das ist ärgerlich. So, das hier upgraden wir mal. Und ich glaube, dann upgraden wir es direkt nochmal. Ah, doch, das sieht doch gut aus. So, für euch können wir auch ein bisschen upgraden. Und wir haben keine Goldnuggets mehr. Dann geht das wohl doch nicht. So, das hier kann weg. Das könnte ich mit euch nicht abbauen. Hier können wir aber ein bisschen Platz schaffen. Und hier unten auch. Immer noch nicht das da unten abgebaut hier. Die Rubine. Nein. Ich habe den Schiffer verloren. Shit. Mist. Okay, hier unten ist schon sehr instabil. Moment, den brauche ich da ja nicht, ne? Nee. Nicht unbedingt. Ich brauche mal das schon. Ich baue mal einfach schon mal hier hin aus Sicherheit.
So, hier ist aber auf jeden Fall noch Stuff, den wir minen können. Oh, Gott sei Dank noch früh genug gesehen oder auch nicht. Und genau dahin wollte ich den bauen. Warum müsst ihr es einem so anstrengend machen? Dafür hätten wir nicht genug Gold. So, euch wollte ich aber einmal upgraden. So, das hier können wir mal aus dem Weg räumen. Nope, 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 nope. So. Bevor wir da wieder Stress kriegen. Weiß immer noch nicht, wo dieses Maschinenteil ist, was wir da brauchen, aber hey, irgendwann werden wir es schon finden. So, da bauen wir auf jeden Fall mal eine Absicherung hin. Da bauen wir eine Absicherung hin. Und dann gehen wir mal nach oben wieder. So, Moment, das haben wir gebaut. Ersatzteilerei haben wir noch keine. So, jetzt haben wir eine. Als nächstes ist der Wasseraufbereiter dran. Brauchen wir aber deutlich mehr Leute. Wo? Oh. Oh, das hätten wir gefixt. So, geben wir euch dann noch mal ein bisschen. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Das kann alles weg. Hier oben das klein bisschen auch. Moment, ich höre doch irgendwo wieder was. Nix da. Einstürzen gibt's hier nicht. So, ab nach oben. Da brauchen wir schon noch einige. Upgraden wir mal wieder. Jetzt haben wir zu wenig von euch. Jetzt ist wieder okay. So, schnell mal einen Stützpfeiler gebaut. Die Überwachungszentrale ist jetzt verfügbar. Wählst du die Zentrale aus, wird dir angezeigt, was sich auf der aktuellen Minenebene befindet, wie zum Beispiel Ressourcenadern und Truhen. Bauen wir die doch mal. So. Ein Radargerät. Ja, why not? Können wir ja da gerade bauen. Schmutzwasserextraktor, okay. Ah, dafür brauchen wir wahrscheinlich aber ja, okay. Dafür ist die Werkstatt nicht groß genug. So, hier bräuchte man ein weiteres Werkzeug. Warten wir mal ein klein wenig. Ja, da ist es schon. So, wenn wir jetzt wieder ein bisschen Werkzeuge haben, dann können wir auch das bauen. Noch sind die allerdings alle irgendwo hinten dran versteckt.
Müssen wir uns irgendwo durcharbeiten. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Okay, das ist ein bisschen viel vielleicht. Das hier unten kann aber weg. Drüben würde ich auch gern hin. Da müssten wir auch schon mal irgendwie hinkommen können. So. Brücken. Oh, wir können ja nicht Brücken bauen. Das ist natürlich nochmal was anderes. Sekunde. Okay, ich muss das draufbauen. Ich wollte gerade sagen, was meinst du mit keine Ressourcen zum Extrahieren? Das hier nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das nehmen wir mit. Irgendwelche Baupläne. Tempofeld. Wenn deine Steambots darauf treten, erhalten sie einen Temposchub. Das hört sich tatsächlich sehr, sehr praktisch an. Für die Brücke brauchen wir Bretter und ich habe sehr viel Bretter scheinbar gerade verbraucht. Ja, die sind auch nicht günstig, also müssen wir ein bisschen abwarten. Ich brauche Bretter, ich brauche Bretter. Yes, I know, ich brauche aber Bretter. Ich habe gerade keine. Nein, da auch. Was zur Hölle? Kann man alles aufhören einzustürzen? Was ist da los? Wo denn? Ich wollte gerade sagen, hier ist auch nichts. So, da drüben habt ihr das alles abgebaut. Hier können wir mal anfangen. Das ist eine Kiste. Hier hätte ich gern. So, da drüben will ich auch gern hin. Noch ist das aber ein bisschen weit weg. So, hier können wir uns mal auch ein bisschen hocharbeiten. Das ist zwar Aufwand, aber das kriegen wir schon hin. Was? Diese Tür ist verschlossen. Ich will den bunten Kabel und den Hebel zu finden, okay. Haben wir schon hierfür? Oh ne. Müssen wir doch dort irgendwo hin. Schön, dass du uns sagst, dass das unser Geld ist. Das wusste ich ja noch gar nicht. So, Wasseraufbereiter können wir mal bauen. Wenn wir genug Bretter haben. Da brauchen wir auch Bretter für den Reinigungsdienst und für den Bürgermeister. Oh Gott, der Bürgermeister. Ja, da fehlen uns noch eine ganze Menge Zeug. Ja, wir gehen vielleicht mal hoch und gucken, dass wir noch schneller an mehr Bretter kommen. Da brauchen wir noch mehr Holz, ne? Wieder eine Arseniumader entdeckt scheinbar. So, Moment. Gucken wir doch mal hier. Sägewerk. Perfekt.
Und da brauchen wir vielleicht noch ein weiteres Lagerhaus hier in der Nähe. So. Nicht einstürzen. Und da unten auch nicht. So, wo war die andere Eisenium-Ader? Ah, da. Da haben wir auch was gefunden. Very nice. Das können wir auch endlich öffnen. So, da bauen wir doch mal eine Brücke rüber und gönnen uns so ein Teil. So, wo wollte ich hin? Da will ich hin. Da will ich hin. So, damit haben wir jetzt irgendwo diese Tür hier. Gleich, zumindest wenn das Signal endlich ankommt. Jawollo. Du hast einen Teil der antiken Maschine gefunden. Markiere es mit dem Grabungswerkzeug, um die Ausgrabung zu beginnen. Die Anzahl der benötigten Bergleute wird über dem Objekt angezeigt. Wir brauchen wie viel? Wir brauchen 6 Minenarbeiter. Wir haben nur 4. Das ist jetzt ja nicht tragisch. Oh, es bröckelt hier ein bisschen. Also ungünstig. Und wir können übrigens auch gerne hier ein bisschen uns Stuff gönnen gehen. Der hier überall in der Nähe ist. Wir brauchen mehr Arbeiter. Wie sieht es hier drin eigentlich aus? Ja, Produktionsbonus, Mechanikerausrüstung findet gelegentlich Blech. Das hier nehmen wir doch mal. Ja, das habe ich ja schon gedacht, dass das für alles basically gelten kann. Ich glaube, ich fände es mal ganz gut, wenn es hier so eine... Ja, hier einmal upgraden und da einmal... Oh, kann ich die mehrfach verwenden? Ah, nee. Ich habe gerade kurz gedacht, das wäre so schön gewesen. Bleiben wir direkt nächsten Stuff. Ja, das ist eigentlich egal, aber hier nehmen wir nochmal so ein Teil. Ich glaube, davon können wir erstmal gar nicht genug haben. So, Moment. Anlagen, hier Werkstatt würde ich gerne... Ach nee, wir können sogar noch eine weitere bauen. Habe ich gesagt, ihr sollt da... Könnt ihr mal anfangen zu arbeiten? Wir haben noch welche. Ah ne, die sind alle beschäftigt. Ja, dann kümmern wir uns halt um ein paar weitere. Ist ja schon gut. So. Ich hoffe, ich habe nirgendwo... Ne, sieht alles gut aus. Irgendwas abgebaut, ne? Wo wir nicht wollen, dass was abgebaut ist. Hey, da haben wir irgendeinen Hut bekommen. Keine Ahnung, wofür der gut ist, aber wir haben ihn jetzt. So, hier wollten wir auch auf jeden Fall für die ganzen Ressourcen mal... Und ich glaube, ich...
Hier würde das auch nicht schaden. Damit haben wir hier fast alle Gebiete abgedeckt. Oh, das wurde ausgegraben. Hurry now. Haul it up to the city and let us prepare for its installation. The first of many, but we must start somewhere. Okay. Ich habe jetzt nicht gesehen. Stand da Raketen irgendwas? Na dann. Ain't no telling what'll happen when we start moving that thing. When it shakes, they hear it. You have to be ready. We weren't ready last time. Wer? Who hears what? What weren't you ready for? Ja, genau das. That's confidence inspiring. I'm not sure what that old rust bot is talking about, but that song is louder now. It's asking me to come closer. New arrivals. New arrivals. Escape vessel. December. Six parts. Maintenance overdue. Locate remaining parts. Combine. Launch. Yep, das hört sich ganz normal an. What in tarnation's going on? The old signal speaks. You sure she'll be okay? Your daughter is fine. She will need some time to recharge. What matters now is that we know what we must do. Recover the remaining five pieces of the vessel and put it together so we can escape. Wenn's ja sonst nichts ist. I remember that voice. It sounds so old. Birg alle Raketenteile in der Mine, um den Bau zu vollenden. Okay. Das ist aber ein gutes Stückchen weg. Okay. Haben wir das eigentlich jetzt schon gebaut? Nee, ne? Können wir aber jetzt mal machen. Unseren Wasserfilter da. So, Reinigungsdienst. Da brauchen wir wieder ein bisschen mehr. Schnell. Wo noch? Ich hab sogar noch. Ha! Das Spiel hat's doch noch acknowledged. Oh, Gott sei Dank. War aber knapp. Ich wollte doch irgendwo gerade noch eine Brücke bauen letztens, oder? Hat mir nicht irgendwo noch was gefehlt für irgendeine Brücke? Ich schwören können, dass das der Fall war. Nee, da drüben waren wir, da auch. Hier hinten ist ja nirgends was, ne? Gut, dann weiß ich auch nicht mehr. Arsenium-Extraktoren gibt's auch jetzt. Ja, müssen wir vielleicht hier nochmal ausbauen. So, da bräuchten wir einen, da bräuchten wir auch einen. Haben wir noch einen Platz? Nein. Oder es liegt daran, dass die Werkstatt noch zu klein ist. Okay, Schrottextraktor, nope. Okay, nee, das war's. Wir haben scheinbar erstmal vorerst alles, was da existiert, haben wir erstmal alles ausgeschöpft. Also bräuchten wir von euch vielleicht noch mal ein paar. So, wie sieht's hier oben aus?
Aristobots. Können wir aber noch nirgends machen, weil alle Leute noch nicht happy genug mit allem sind. Ja, ihr habt noch keinen Reinigungsdienst und ihr habt keinen Robo-Burger. Mimimi. Es kommt alles noch, Leute. Bleibt man nicht so wählerisch. Schlimm mit denen, echt. Hier unten läuft aber auf jeden Fall alles auf Hochtouren. Ah, okay, da haben wir schon zwei von gebaut. Ich habe gedacht, eins davon wäre noch nicht da, aber habe ich nur scheinbar selbst vergessen, was ich schon getan habe. Da können wir noch ein gutes bisschen abbauen gehen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Da wird uns gleich wieder das bestimmt einstürzen. Yes. Bauen wir direkt mal ein paar Stützpfeiler. Und da haben wir, glaube ich, gerade wieder etwas entdeckt. Direkt bebaut. Hier kann ich und hier kann ich. So, das hier gönnen wir uns auf jeden Fall. Und die Dinger da oben auch. Wir haben auch Shot entdeckt. Und einen Hebel. Und Arsenium. Okay, okay, okay. Wir haben sehr viel Stuff entdeckt wieder. Hier da unten, aber da sind wir noch nicht. Da sind wir auch noch nicht ganz. Und hier stürzt uns gleich wieder was. Ja, ich kann hier nichts bauen, sorry. Ich kann auch nichts. Oh, doch dafür schon. Da ist aber auf jeden Fall noch mal eine Menge Stuff. Können wir zumindest auch so rüberbauen. Ja. Nope. Da ist nichts, was wir tun können. Hier allerdings schon. Ja, da kann ich wie gesagt nichts bauen. I'm sorry, mate. Aber kann ich von denen jetzt wieder irgendwo welche? Yes. Haben wir noch eins? Okay, wir müssen zum Werkstatt ausbauen gehen. Nope, du bist nicht unsere Werkstatt. Da ist die Werkstatt. Okay, davon haben wir alle, davon haben wir alle, davon haben wir auch alle, okay. War, glaube ich, trotzdem eine gute Idee. Gut. Einmal kurz mal wieder nicht alles einstürzen lassen. So. Hier können wir aber auch nochmal schauen. Radargerät bräuchten wir vielleicht ein weiteres Mal. So, hier wäre gleich mal eins angesagt. Huch, wir haben nicht genug Schürfer.
daran arbeiten, war kein Ding. Ja, okay, das hier ist okay. So, wir hätten die nächste Tür, die wir entriegelt haben. Very good. Und da hätten wir unseren zweiten Part. Ich würde sagen, den schauen wir uns nächstes Mal an, wenn ihr denn mehr hier von SteamWorld Build sehen wollt. Sonst sehen wir uns demnächst dann zu einem anderen Projekt. Beziehungsweise ich schaue jetzt erstmal kurz. Ja, das habe ich nämlich schon befürchtet. Ich will nämlich nicht, dass uns das einstürzt. Das wäre nicht so praktisch. Ja, wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao.